Perfekt. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Spieltag 4 FC 24 Community League. Hat ein bisschen gedauert. Einfach ne, Osterferien und da hat jeder natürlich was zu tun. Ich blende euch mal ganz kurz die Tabelle ein. Ich spiele heute gegen DRDY oder Dreddy oder ich weiß nicht, wie man dich ausspricht. Die Leute oder die Zuschauer, die können dich leider nicht hören. Aber ich höre dich zumindest. Und ich sehe, genau, ich mache mal eben das Bild hier wieder weg. So, ich sehe, dass du Menu nimmst. Okay. Ich weiß nicht, ob das nach dem Spiel gestern so eine gute Idee ist, die Dortmunder zu nehmen, denn wir machen es jetzt direkt nach dem Spiel gegen Atletico Madrid und ich sehe gerade, dass fast meine komplette Mannschaft einen Pfeil runter hat. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Aber egal. Ich bleibe bei meiner Wahl. Okay. Ich muss hier nur ein bisschen was umstellen. Okay. Alea ist anscheinend bei mir der Stärkste im Moment im Sturm. Gucken wir mal. Genau. Für die Zuschauer, die das Spiel jetzt sehen, wenn ihr die vorherigen Spiele noch nicht angeguckt habt, schaut euch das gerne an. Wir sind aktuell zu sechst in dieser Liga. Wir sprechen über Discord, wir verabreden uns dort und wir suchen natürlich für die nächste Saison definitiv noch Leute, die Lust drauf haben und mitmachen möchten. Das heißt, wenn ihr mitmachen möchtet, meldet euch gern. Mitspielen könnt ihr, wenn ihr das Spiel über einen PC spielt, Xbox Series SX oder PS5. Die, ich sag mal, Last-Gen-Versions auf PS4 und Xbox One sind nicht Cross-System-kompatibel. Genauso wenig wie die Switch-Version. So, dann bin ich mal gespannt, wie das Spiel heute läuft. Beim letzten Spiel gegen Salazar, da habe ich ja am Anfang erstmal kurz gedacht, so, oh, hier geht gar nicht so viel. Aber dann ist er zu irgendeinem Zeitpunkt dann doch, oder habe ich ihn doch geknackt und er ist zusammengebrochen so ein bisschen. Ich bin gespannt, wie das ist. Ich blende noch mal kurz für die Leute die Tabelle ein, wenn du da eine Änderung vornimmst. Genau, da könnt ihr es sehen. Perfekt, jetzt geht's auch los. Also Platz 3 hast du 6 Punkte, das heißt 2 Siege, nun ist es endlich soweit. Wir eine Niederlage und wir könnten gleich ziehen, punktmäßig. Wir könnten gleich ziehen. So, gegen Menu habe ich schon länger nicht mehr gespielt, muss ich tatsächlich sagen. Und ich hätte die auch eigentlich eher so ein bisschen Richtung 5 Sterne angesiedelt, aber okay. Wir zeigen Ihnen das erste Spiel aus der Online-Saison. Erstmal langsam schnüffeln und gucken, wie du überhaupt spielst. Okay, du willst mir also meine Laufwege zustellen. Alles klar. Erfüllt das Geschehen auf dem Rasen unsere Erwartung. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Im Tor ist Gregor Kobel. Mats Hummels spielt mit Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung. Emre Can steht. Kobel, Kobel, nein! Wenn du den Ball so hältst, dann fragst du dich als Keeper schon, warum bekommst du den Nachschuss? Ich kann den Ärger verstehen, da waren sie unaufmerksam. Eieieiei. Den Start habe ich mir so nicht gewünscht. Na, aber okay, muss ich jetzt mit klarkommen. Wird's jetzt gefährlich? Sebastian Haller mit dem Ball jetzt. Nein. Sabitzer! Diogo Dalot. Okay. Vorteil für Manchester United. Das sind nämlich genau diese Bälle, die ich auch immer gerne spiele. Diese schönen, hohen Bälle in den freien Lauf. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Und da bin ich so anfällig für. Es läuft aber auch keiner mit. Ja, ist wirklich so. Weil ich weiß noch, als FC 24 rauskam, die Power Shots, da ging gefühlt jeder rein. Das haben die, glaube ich, relativ schnell gepatcht. Aber am Anfang ging einfach jeder rein. Egal von wo du geschossen hast, fast. Ja, ich glaube, ich muss wieder Adeyemi bringen. Ich brauche einfach die Schnelligkeit auf der linken Seite. Geklärt von Raphael Varane. Jetzt Marco Reus. Nein.
Das Problem ist, das Tor, das hat mich jetzt so verunsichert, dass ich jetzt probiere, sicher zu spielen und genau dadurch meine Fehler machen. Also war eigentlich das Beste, was du hättest machen können. Dieses frühe Tor. Ja, das stimmt. Aber es ist halt, also ich tue mich tatsächlich immer schwer, am Anfang so ein bisschen gegen komplett neue Leute. Deswegen bin ich auch online nie so wirklich gut. Ist halt immer schwierig, weil jeder spielt natürlich anders, hat einen anderen Stil. Und wobei, wir haben jetzt hier zum Glück auf 8 Minuten. Das heißt, ich habe ein bisschen länger, weil normalerweise spiele ich standardmäßig immer 6. Der Ball jetzt bei Man United. Diogo Dalot. Ja, nicht ungefährlich. Ist die Kamera bei mir gar nicht mitgekommen. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne noch mal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Diogo Dalot. Ja, gut gemacht. Ball kommt rein. Wichtige Aktion. Und jetzt Reus. Schön, müsste safe sein. Gefährlich werden hier. Er versucht mit dem Heber. Da ist er drin, Moritz, der ist für dich. Dem muss ich widmen, das Tor. Das ist nämlich ein Zuschauer von mir. Der hat mich gestern gefragt, wann das nächste Spiel kommt. Deswegen habe ich gehofft, heute ein Tor zu schießen, damit ich das Tor widmen kann. Das ist dann natürlich nervenstark. Der Heber aus kurzer Distanz. Das ist nur der eine, da kommen keine weiteren Tore. Marcel Sabitzer. Und schon wieder Tor. Doppelschlag jetzt. Binnen weniger Minuten. Jetzt ziehen sie hier davon. Bruno Fernandes. Ballverlust jetzt von Bruno Fernandes. Ich glaube, ich lag gegen Salazar auch erst hinten. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Gute Chance jetzt. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Da sind Mitspieler frei. Oh. Das ist Marcus Rashford. Könnte der Ausgleich werden. Gehalten, ganz stark. Ecke wird ausgeführt von Bruno Fernandes. Oh. Ecken auch so ein Ding, ne? Ich glaube, ich habe noch nie ein Tor nach einer Ecke gemacht. Aber so nicht. Ich kriege dann aber immer viele Konter nach einer Ecke. Das ist das Problem. Was macht er jetzt? Na? Jetzt Sabitzer. Der ist zu langsam. Es gibt Vorteil für Man United. Oh, das ist ein schwerer Fehler. Nein, Ruiz. Garnacho. Oh, er gibt abseits. Aber okay, habe ich durch. Jetzt nicht so gesehen direkt auf Anhieb, aber den Pfiff nehme ich gerne mit. Das ist natürlich ein guter Pass. Geklärt von Lindelöf. Ah, shit, ich wollte den Ball treffen. Ich glaube, das war ein Foul, oder? Hat er nicht gepfiffen? Okay. Na doch, hat er. Die Ära Jürgen Klopp, die ist in Dortmund unvergessen. Ja, das muss man sich wirklich nochmal vor Augen führen. Dortmund war fast weg vom Fenster. Und dann kam er, 2008. Der große Aufschwung, Meisterschaft, Double, UEFA Champions League Finale und ein Spielstil, der sich wirklich sehen lassen konnte. Shaw. Gut den Ball abgefangen. Es wird Freistoß für Dortmund geben. Okay. Habe ich nicht so gesehen. Oh, ich habe nichts gesehen, was ein Freistoß rechtfertigen würde. Jetzt kann der Konter kommen. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Alejandro Garnacho.
United verliert den Ball. Ja, viel Einsatz. Jetzt in der Anspielstation. Schöner Pass. Ball ist bei Marcus Rashford. Mats Hummels klärt. Erstmal raus damit. Borussia Dortmund mit der Ball. Ja, an Süle kommst du, glaube ich, nicht so leicht vorbei. Aber dafür ein Schlotter. Oh, durch. Ah! Schön gespielt. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Schön gespielt. Verdammt spannendes Spiel bisher. Rashford. Ballverlust war. Oh, das ist unglaublich, ey. Süle. Und da ist der Ball wieder weg. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Das ist zu simpel. Da so einfach nur durchgehen ist viel zu simpel. Ball bei Varane. Diogo Dalot. Oh, schön. Jetzt pfeift er ab. Okay, ich muss definitiv was umstellen. Der Pfiff des Unparteiischen. Sehr, sehr spannende erste Halbzeit. Ein bisschen zu spannend, ehrlich gesagt, für mich. Aber es ist schon sehr gut, definitiv. Okay, was mache ich? So. Muss überlegen. Reus geht für Sabitzer raus, Adeyemi rein. Riasson kommt. Okay. Aber unentschieden würde ich sagen, bisher ein gerechtes Ergebnis. Zweite Spielhälfte kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf Augenhöhe, unentschieden bisher, alles ausgeglichen. Ah, gut den Körper dazwischen gestellt. Und die Chance. Jetzt Marco Reus. Das war natürlich eine starke Parade. Natürlich die Frage, hätte Sabitzer den gemacht? Ich habe nämlich Reus jetzt auf Sabitzers Position. Okay. Das ist Sebastian Haller. Brandt. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Gegen wen hast du dein Spiel verloren? Anthony. Okay, gegen den muss ich nämlich noch. Das ist noch mein einziger Vorrundengegner. Jetzt Casemiro. Okay. Bruno Fernandes. Oh. Ballverlust Dortmund. Ach Gott. Oh, mehr Glück als Verstand. Na, okay. Ich habe definitiv zu viele Fehlpässe. Guter Pass jetzt. Ja, der war abseits, oder? Das hätte mich gewundert, wie der da so schnell losgezogen wäre. Es läuft keiner mit. Hat jetzt Anspielstation. Nein. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Anthony.
Das kann die Führung werden. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Ein super Trick und der klappt auch noch. Da wäre Platz für den Konter. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Ich bleib so oft an deinen Leuten hängen, ne? Diogo Dalot. Ball ist bei Rashford. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Einfach mal raus damit, ich brauche einen Befreiungsschlag. Im Augenblick macht Manchester United hier natürlich schon einen deutlich stärkeren Eindruck, wenn wir uns die Statistik zum Ballbesitz ansehen. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, dann werden sie irgendwann ihre Chancen auch nutzen und dann sehen wir hier gleich den Führungstreffer. Im Moment haben sie den Ballbesitz nicht. Gegenangriff erstmal. Sie holen sich die Führung zurück, da ist das Tor. Ah, sie sind heute einfach richtig stark. No. Dortmund verliert den Ball. Schon wieder hängen geblieben, ist unglaublich. Ja, ich muss einmal kurz wechseln. Oder mal gucken. Na komm. Oder? Hm. Ja, egal. Ich probiere es so. Aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Casemiro. Das ist Mount. Rashford. Mount. Das ist Marcus Rashford. Ja, oh, schönes Ding. Ey, so darf ich mich nicht im eigenen 16er ausspielen lassen, ne? Alles offen. Schneller Ausgleich. Marco Reus verliert den Ball. Zeig mir, dass du einer der schnellsten Spieler bist. Ball vertändelt, er geht raus. Emre Can. Gute Chance. Okay, das war Glück, dass der wieder auf meinen eigenen Fuß zurückgekommen ist. Eine enge Kiste. Aber das sind dann halt die Dinger, die müssen reingehen, ne? Gesehen haben, wer weiß, was noch alles passiert. Schon wieder hängen geblieben. Ich möchte gerne die Zweikampfwerte deiner Spieler sehen. Oh, oh, oh. Anthony. Den Ball holt er gut verteidigt. Na, ich wollte eigentlich den Ball treffen, würde jetzt aber sagen, ich habe dich umgehauen, ne? Aber okay, Schiri hat nicht gepfiffen. Jetzt aber. Das pfeift da, okay. Das pfeift da. Ja, komm, bringen wir mal Edger, mal gucken, ob der was macht. Flanke kommt in den 16er. Und einfach weg erstmal. Und jetzt ist diese Szene beendet. Gelegenheit jetzt für einen Konter. Nee. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Daniel Malen am Ball. Die Chance für Malen! Oh. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Das sieht gefährlich aus. Ball kommt zu Rashford. Ich komm, oh, Kobel, einfach mal festhalten. Ne? Der hat schon so viele Leute nur abprallen lassen. Das ist natürlich perfekt getimt. Füllkrug. Niklas Füllkrug. Oh, okay. Oh, oh, oh. So ein Eierding. Aber hat er gekämpft. Da hat er gekämpft. Torreiche Partie. 5-3. Unglaublich. Niklas Füllkrug. Na, ich glaube, meine erste, ne? In diesem Spiel. Nee,
Und dann hast du teilweise Spiele, da gibt es nur Ecken. Da ist die zweite, genau. Ecken in den Strafraum. Ecken sind einfach nicht meins. Ich sag's dir. Ich hab's ja gesagt, Ecken sind nicht meins, aber dafür Konter. Ich komme nicht hinterher. Ich komme nicht hinterher, oder? Es muss sein, es tut mir leid. Hat er noch nicht mal gepfiffen, okay. 8 Minuten jetzt noch. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Nicht zu halten. Ist vom Ergebnis zu hoch, definitiv. Zum Lupfer, technisch perfekt gemacht. Distanz ist natürlich sehr, sehr kurz. Wer weiß, was passiert wäre, wenn dein eines Ding da vorhin reingegangen wäre, das Pfosten-Ding. Ja, so ist es. Sancho, er verhindert die Flanke. Den Ball hat er gut geholt. Erstmal keine Gefahr mehr, gut gelöst. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Szene immer noch gefährlich. Ja, wusste ich konnte es nicht mehr umstellen. Macht das ganz sicher. Beziehungsweise zustellen. Da oben, der fordert den Ball. Boah, jetzt geht das Getrampel und Gebolze los. Kein guter Freistoß, der geht direkt in die Mauer. Dortmund bekommt den Freistoß. Ja, okay. Wofür? Ne, jetzt mal ehrlich, was war das? Er probiert's einfach mal. Ja, ist so. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. So, Ecke kommt. Sie holen sich den Ball und zwar durch dieses frühe Pressing, weil sie da früh unter Druck setzen. In den freien Raum. Oh, getunnelt. Sah so aus, ne? Da kriege ich in der letzten Sekunde noch die Demütigung. Sehr gutes Spiel. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte da eher ein Unentschieden gesehen. Ich glaube, ich hatte echt das Glück so ein bisschen auf meiner Seite. Ja, auf jeden Fall, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Seid auf jeden Fall bitte wieder bei Spieltag 5 dabei. Das heißt dann natürlich Ende der Vorrunde. Ich bin raus, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.